Dann niemals! Niemals! Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein Erste-Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Niemals! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ach, Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Komm jetzt, Rufus. Nein! Nein! Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nein! Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla! Nein! Macht's gut, ihr Trottel! Oh, nee! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat! Sieh es ein, du sitzt in der Falle. Glinda. Verdammt, er ist zu weit weg. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhu! Was tust du? Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ich glaube, ich habe eine Nadel im Auge. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber... Ist Deponia jetzt gerettet?
Nee. Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Nein! Noch die Cole heiraten und alles. Nee! Ich weigere mich, dass jetzt vorbei ist! Oh, leck. Okay. Okay. War eine lange Reise, hat man manchmal den Kopf ein bisschen zerrissen. Aber eins muss ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr ein Spiel gespielt, bei dem ich so entspannt vom PC gegangen bin oder sonst was. Manchmal habe ich ein bisschen lang gegrübelt, warum etwas nicht funktioniert, ohne ausprobieren. Ja, manchmal kommt man wie die Gabel vorhin in die Hupe zu stecken, ne? Einfach probieren und alles. Und, aber die Verdrücker dort, die habe ich ein bisschen komisch gefunden. Naja, Deponia, erster Teil. Ich habe es durch. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass es so ausgeht. Aber ich weiß, dass es noch Teile gibt. Weil, also ich denke, man hat auch direkt mit... Also es heißt auch, glaube ich, Deponia oder so. Ich muss mal gucken. Und an sich kann ich schon sagen, dass man die Spiele ganz einfach und locker sich mal zulegen kann, wenn es mal ein paar Euro kostet oder so. Ist eigentlich ganz witzig. Muss ich sagen. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ist... Ich weiß nicht, ist es anspruchsvoll oder nicht? Ich weiß es nicht. Also ich habe manchmal da ein bisschen gehangen, ne, und bin im Schlauch gestanden, weil ich einfach die Denkweise nicht hatte. Da kann man nur noch probieren und machen und das habe ich anscheinend nicht immer so richtig gemacht. Aber ansonsten ein sehr schönes Spiel. Bin froh, dass ich gespielt habe oder überhaupt mal diese Reihe wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt noch ein paar geschenkt gekriegt. Hier an der Stelle wieder vielen Dank an Armin. Er hat mal zwei Teile jetzt noch geschenkt. Oder ein Teil von dem hier und das andere ist, glaube ich, hat nichts mit dem Dort zu tun. Ist aber, glaube ich, vom selben Entwicklerteam. Muss ich mal angucken. Und ja, was soll man sagen? Sehr angenehmes Spiel. Sehr, sehr angenehmes Spiel. Haben wir es geschafft. Ich werde jetzt gerne mal wissen, wie viele Stunden ich da drin gespielt habe. Ich habe es manchmal Larve gehabt, das Spiel hier in dem Fenster, ohne drin zu sind, weil beim letzten Mal ist nämlich der Hund abgehauen. Da ist das 2 Stunden dieser Bildschirm aufgewesen. Und so weiß ich es nicht. Haben wir noch ein paar Extras? Intro. Rufus ist verliebt. Ende. Cool, da kann man die ganzen Sachen sich nochmal angucken. Okay, aber ansonsten nochmal... Mitwirkende haben wir ja gerade gesehen. Weiterspielen. Neustart. Es gibt jetzt aber auch nichts mehr, was man machen kann. Das Spiel ist so somit beendet. So, wer bis hierhin von Anfang bis Ende mitgeguckt hat, vielen lieben Dank. Das sind die besonderen Leute, für die ich das auch sau gern mache. Und wer teils geguckt hat und bis hierher, dann auch schön, dass noch teils dabei wart. Wer es gar nicht geguckt hat, nur das Ende sich angeguckt hat, tja, selber Pech gehabt. War eigentlich eine ganz witzige Geschichte. So. Ich werde jetzt als nächstes gucken, was ich spiele. Ich lasse das alles noch ein bisschen offen. Aber die Entwickler von Deponia, Hut ab. Also trotz, dass ich habe die Spiele nie angefasst, weil ich gedacht habe, sonst hätte man nicht Spaß machen. Aber jetzt unterm Strich bin ich ganz, ganz ehrlich, eines der schönsten Spiele der letzten Zeit, das ich gespielt habe. Jetzt... Sagen wir außerhalb von Assassin's Creed, dem Kracher-Spiel, was das ist ja wieso, da bin ich schon angefixt, aber eine schöne Alternative und ein richtig schönes Spiel. Machen wir so ein richtiges Computerspiel, wo man so ein bisschen, echt gut. Wird dort aber damit wahrscheinlich nicht 1000 Zuschauer kriegen oder sonst was, aber ich hoffe, die wenigen, die jetzt durchgallern von Anfang bis zum Ende, heute Spaß. Und
Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Teil wieder. Tschüss!